Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Mein Test. Ach, da hat gerade schon wieder Blöcke geblöckert. Da hinten noch. Ach, verrückt. So, wir brauchen Gitter. Ich würde mal sagen, wir brauchen 1, 2, 3, 4 Gitter pro Seite. Hatten wir noch Gitter übrig? Ja, ne? Ich glaube, wir hatten noch ein paar, aber keine 8 Stück. Aber wir haben zumindest die Rohstoffe, die wir brauchen, um noch weitere zu machen. Dazu C. Wir haben kein Eisen hier. Wir haben kein Eisen hier. Wir haben kein Eisen hier. Ihr Farben. Nö, kein Eisen. Ja, gut. Das, ach, ein Männchen. Oh, 1800 Blöcke Eisen. Klumpen. Das ist aber. Schön. So war das und so war das. Genau, nochmal. Alle halt verrotten. Ach, scheiße, hab ich schon wieder viel. Oh, Mann, oh. Das ist doch Scheißendreck. Das ist doch Scheißendreck. Also, hören wir mal hier. Bam. So. Die würde ich jetzt. Ja, einfach so hier. Voilà. Ja, das war's. Mehr gibt's hier nichts zu machen. Okidoki. Genau so. Voilà. Ja, sehr gut. Ist doch jetzt bin ich hier mit der Linie, die Linie hier. Wobei, nee, nicht ganz. Eigentlich klar, das ist ja eins weiter außen. Kann ja gar nicht bin ich sein. Herrlich, herrlich. Und eine wunderschöne Aussicht. Die Boni ist schon geil. Das hat schon was von einem feuchten Kindheitstraum. Das ist schon. Das kann man auf jeden Fall so machen. So, die Frage ist jetzt, wir brauchen hier auf jeden Fall noch Fenster. Da müsst du eigentlich alles noch haben. Genau, da und da. Ja, aber doch eine ganze Menge nicht gebraucht. Wir haben fast einen ganzen Stack nicht gebraucht. Wir brauchen also nur 500 statt 700. Das ist natürlich schon heftig. So schnell kann es gehen. Ich möchte heilen. Ach komm. So. Danke. Was? Aber ist auch nur gerade Zahl. Na super. Bleibt also eine Strecke übrig. Aber was soll's. Dem ist halt so. Was? Wow, ey, Pfeiffer. Achso, ja, die doch, genau. Etwas mehr als ein Stack übrig. Na gut, was soll's. Egal. Dann haben wir halt noch ein paar Stonebricks über. Gut, dass wir jetzt mehr als ein Stack haben. Jetzt brauchen wir natürlich zwei Slots dafür extra. Plus ein schräges Ding. I don't know. So. Hey, 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 so. Machen wir ja auch Obsidian klar. Ja, doch, ja, doch. Also, andere macht keinen Sinn. So.
damit ist das Haus bezugsfertig. Yay! Jetzt können die ersten Leute einziehen. Huhu! Oh. Haben wir eigentlich im Keller Fenster hingemacht? Nee, ne? Nee. The question ist auch, ob wir hier nicht noch mehr Fenster hin machen. Ungefähr so. Das müsste doch gehen. So. Das geht auf jeden Fall. Kommt ja auch ein bisschen Licht rein in die Bude. Vielleicht hier hinten noch ein Fenster. Müsste mit der. Ja, doch, müsste gerade so gehen. Damit das Ganze symmetrisch, papetrisch aussieht. So, hier war eine Zweierlücke. Dann war hier eine Einserlücke. Und hier war eine Einserlücke. Das passt genau. Ja, 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 das passt wunderbar schön. Tada! Cool! Damit hat das Dachgeschoss, Kellergeschoss, auch Licht tatsächlich, also natürliches Licht. Und man kann hier richtig schön rausgucken. Genauso wie ich mir es vorgestellt habe. Nicht so richtig schön, dass der Boden so auf Blickhöhe ist. Ja, das ist sehr, sehr geil. Das ist sehr geil. Guckt euch das an, das Haus. Das Haus ist so... so viel besser geworden, als ich mir das jemals hätte vorstellen können. Ich bin gerade echt ein bisschen, ja, doch baff, wie das Gebäude tatsächlich geworden ist. Hat schon was. Gut, und was ich vorhin eigentlich sagen wollte, als nächstes, worüber wir uns Gedanken machen müssen, ist nämlich Licht. Das Haus braucht ja auch noch Licht. Jetzt ist die Frage, ziehen wir hier zum Beispiel tatsächlich eine Decke rein? Oder aber, ganz andere Idee, wir machen das... Hä? Nee, also andersrum. Machen wir eine Decke rein. Und da müssen wir nämlich noch irgendwie gucken, wie man auf die Decke raufkommt, wenn wir das wollen. Ich würde aber sagen, ja. Oder sagen wir, nee, wir lassen das so offen. Für ein Attic, also für ein, kann man das sogar so machen, weil es ja hier sowieso so eine offene Atmosphäre hat. Kann man auch das Dach offen lassen. Das trägt dazu noch mal ein bisschen bei. Oder machen wir hier wirklich noch eine Decke rein und machen die Decke, denn, dass wir dann zum Beispiel hier eine Leiter nach oben machen und dann eine Leiter nach oben machen, sodass man auf die Decken raufkommt. Ich würde aber wirklich fast sagen, wir lassen es offen. Ich meine, hier könnte man sogar zumachen. Da hat man hier nochmal oben eine kleine Mini-Etage drauf. Aber hier die großen Räume würde ich offen lassen, tatsächlich. Ja, ich würde auch hier offen lassen. Das macht doch, doch. Das sieht so besser aus. Das verschafft dem Ganzen noch wesentlich mehr Volumen. Was steht da, wie ich meine? Das ist schon ordentlich. Gut, das heißt, wir brauchen... Oh! Hi! Wir brauchen auf jeden Fall Licht. Und da wäre jetzt die Frage, unten bei der unteren Etage, wo wir eine richtige Decke haben, auf jeden Fall Meselampen. Also sowas hier. Da wir die auch schön in die Decke integrieren können. Die Frage ist, was machen wir oben hin? Machen wir da irgendwie Art von Hängelampen?
Mir wird jetzt gerade zumindest nichts einfallen. Naja, wir könnten zum einen sowas hier benutzen oder sowas mit so ein, dass wir quasi runterhängenderweise mit Zäunen was bauen und dann die Dinger. Gehen sie raus aus meinem Körper. Mein Körper gehört mir. Mein Körper gehört mir ganz allein. Haben wir Zäune? Ich würde gerne mal ein bisschen rumprobieren. Ja, na gut, zwei. Das bringt jetzt nicht so viel. Aber, ach, boah, guck mal hier, wie man. Hä, warum ist hier. Warum ist das Ding? Hä? Apfelzaun? Ach, das Creature-Sound. Ja gut, zum Probieren reicht das mal aus. Haben wir Lämpchen? Wir brauchen. Oh, da schmerzt ja wieder mein Herz. Vor allen Dingen würden wir. Ja, doch, ich würde schon das Holz nutzen. Gut, wir können natürlich auch das Holz hier nutzen. Das würde von der Farbe her zu unserer Hütte passen. Das nicht. Warte, 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 warte. Wir haben ja oben dieses Fichtenholz. Was würde denn da von der Farbe her eher zu passen? Das ist definitiv zu hell. Doch, ich würde schon sagen, dass das doch am ehesten passt. Ja, doch, doch, doch. Okay, dann bauen wir mal ein paar Lämpchen und testen einfach mal. Haben wir schon von den anderen Lampen irgendwas hier? Nee, ne? Lampen haben wir noch gar keine. Wow. Ah ja, stimmt, die Bude hier braucht ja gar keine Lampen, weil die Neonkette so schon alles beleuchtet. Ha, da war ja was. Okay, das heißt, wir brauchen dreimal Mese. 1, 2, 3. Ein bisschen Glas und ein bisschen Käse. Das reimt sich ja richtig gut. Danke. Glas haben wir hier. Ja. So, dann gib mir mal, gib mir mal, gib mir mal da. Achso. Dankeschön. Da. Ja. So. Dann brauchen wir, genau, Holzhauen haben wir. Apfelholzhauen. Ich will mal kurz gucken, ob das Ganze zusammen steppt. Also angenommen, wir lassen das jetzt hier so von der Decke hängen. Dann haben wir so eins, zwei, hängt es dann runter. Und jetzt würden sich die Dinger nämlich verbinden. Jetzt ist die Frage, was ist das denn hier schon wieder? Alles kaputt. Jetzt ist die Frage, wenn ich die jetzt darauf klatsche, ja, bleibt hängen. Verbindet sich nicht. Wobei das schon ganz schön klobrig aussieht. Sieht schon ganz schön groß aus. Das sieht schon ganz schön groß aus. Das sieht schon echt. Kann man die Dinger auch hängen lassen? Nee, kannst du nicht rotieren. Kannst du nicht rotieren. Kann ich die von unten gegenbauen? Hat mal jemand irgendwie eine Spitze, eine Axt oder sowas? Leute, wir haben drüben drei Äxte und ich habe keine dabei. Hier wollte ich mich doch ruinieren. Also jetzt steht aber 13 hier. Hier ist auch keine Axt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ich jetzt was drunter hänge. Oh, das. Okay. Ich hab zwar gehofft, das Ding dreht sich dann um, aber gut, dem ist wohl nicht so. Das ist natürlich räudig.
weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Das Problem ist, wenn wir die Dinger hier verwenden, dann müssten wir die irgendwie an soliden Blöcken ranbauen. Gut, wäre eigentlich bei dem Haus auch gar kein so. Wer hat gefragt? Na, warum? Das ist schon wieder dunkel hier. Wir können natürlich die Lampen nicht von der Decke baumeln lassen, sondern hier so an der Seite ran machen. Würde auch gehen. Oder hier an den Zwischenträgern. Würde auch gehen. Von der Decke baumeln lassen, das würde ich aber schon schön schöner finden. Gut, erstmal gehen wir pennen. Meine Fresse. So. Was haben wir denn noch so viel? So. Ah, ist natürlich Overkill. Das fühlt sich doch vielleicht ganz geil aussehen, aber wir haben ein bisschen Overkill. Okay, mal eine ganz dumme Frage. Da muss ich ein bisschen jetzt auch erstmal welche bauen, ne? Oh Gott. Oh Mann, das Ganze nur so, um ein bisschen zu experimentieren. Leuchtkristalle haben wir noch ein paar, aber nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was waren das? Goldbarren. Ja, natürlich auch noch ein. Ja, fällt natürlich auch genau einer. Och, Leute. Das war schon wieder Betrug hier. Was jetzt? Noch Leute. Ah, diese Fragmente müssten wir oben noch haben. Wir hätten auch wieder genau einer zu wenig. Ah, ne, passt diesmal genau. So, Fackeln haben wir. Danke dafür. So. Dann haben wir davon 4 Stück. Dann haben wir davon 4. Wir haben keine gelbe Farbe mehr. Doch, haben wir drüben. Nehmen fürs nächste Jahr auf. Wie schon. So, Home 2. Wie findest du das neue Haus? Fundest du? Ach, ist doch egal. Sie weiß, was ich meine. Hoffe ich. Ganz tief in meinem Herzen. Das war einmal zu viel. Egal. Genau. Ich hoffe, 8-mal war richtig. Ja, genau. 8-mal, genau. Wir brauchen ja 16 Lampen. Wirklich, ich glaube, wir brauchen sogar mehr. Ich lasse mir was einfallen. Achso. Ich brauche auch noch Eisen. Alter. Aber ich muss jetzt mal aufräumen hier. Das ist mir gerade. Das ist hier einfach. Too much! Way too much. Da kriegst du ja alles. Noch mehr. Genau, Eisenstöcke brauchen wir. So. Ah ne, halt. Stöcke sind doch hier oben. Ah ne, Eisenbrüche. Endstöcke haben wir ja schon.
So. Bam. So. Dann wäre die Frage, wie haben wir die Labs? Denn meine Idee ist, dass wir vielleicht mit ein paar Labs wenn wir jetzt ein paar Slabs machen. Bam. Bam. Danke. So, und jetzt haben wir die Slabs. Und lassen diese Slabs von der Decke hängen. Ja gut, ganz schön hoch. Wir haben natürlich eine Erde dabei, war gar ganz klar. Erde. Weg da. So. Wir nehmen jetzt hiervon ein paar. Ich weiß gar nicht, wie tief wir das hängen wollen. Ich würde schon sagen, so auf der Höhe von dem Holz. Glaube. Ach, verdammt, was ich vorhatte, geht ja gar nicht. Ich wollte mich hier irgendwie jetzt ein Slab ranklatschen. Da ist aber dann die untere Seite okkupiert. Und da wollte ich dann von der Seite die Lampen ranmachen, in der Hoffnung, ja, dass die Verschraubung genau da drauf reicht. Das Problem ist ja, das Ding kommt dann aber gar nicht bis zu dem Ding. Also quasi. Meine Fresse. Was ist denn hier los? Du dahin. Da kopieren. Da einfügen. Danke. So, in der Art. Aber wie gesagt, das ist eine Lücke. Das habe ich nicht bedacht. Und es sieht auch ehrlich gesagt ein bisschen trotzdem scheiße aus. Ach, verdammt. Gut, das heißt, die Idee an sich wäre schon mal so. Die Frage ist, was kommt jetzt in die Mitte? Was haben wir denn also alles an Blöcken, die sich anbieten würden? Nicht wirklich irgendwas. Sowas kopfüber? Würde auch kacke aussehen, ne? Ja, meine. Nee. Oh, ich blätter gerade falsch rum.
Lass mal kurz überlegen. Irgend sowas, was sich direkt zu diesen Lampen verbindet. Problem ist halt, das wäre das gleiche Problem mit allen Lampen, die sie zur Wand irgendwie richten. Dass wir irgendwo was bräuchten, wo wir den halt gegenbauen. Einzige, was wir so machen könnten, ist wirklich einfach Sachen, die nach unten hängen. Sowieso was hier. Aber das sieht halt so langweilig und hässlich aus. Ich jetzt dort einfach von der Seite dran mache, wie würde das denn aussehen? Nee, sieht nicht gut aus. Einzige Überlegung wäre, wie für hier auf der Höhe noch einen Querbalken durchzujagen und ihn dann da ranzumachen. Das wäre. Moin. Das wäre vielleicht noch eine Option. Warte mal kurz. Wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Haha, komm mal nach oben. Zwinker. Das ist halt wirklich der Endgegner. So rum. Nicht Rolf. Wer ist Rolf? Kenne ich gar nicht. Egal. Bis zur nächsten Folge.